Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu F1 Manager 22. Heute zu den Vorbereitungen für den großen Preis von Miami. Das fünfte Rennen der Saison, wo wir mit einer guten Komfortzone in das Rennen reingehen. Mit knapp 80 Punkten Vorsprung, 78 sind es genau. Und auch in der Fahrerwertung 35 bzw. 38 Punkte auf Carlos Sainz. Also damit können wir schon auf jeden Fall relativ entspannt hier mal in die nächsten paar Rennen reingehen, nachdem ja auch Imola ein sehr, sehr großer Erfolg war für das gesamte Team. Bin ich mal gespannt, wie das hier aussehen wird. Wir werden ein neues Upgrade bekommen, nämlich ein Frontflügel-Upgrade, was natürlich sehr wichtig sein wird für uns, weil wenn wir uns die Auto, nicht Entwicklung, sondern die Autoanalyse mal anschauen und uns dort mal mit Ferrari vergleichen, dann sind wir halt vor allem in den Kurven auf jeden Fall ein gutes Stück schwächer. Und ich hoffe, der neue Frontflügel wird uns dort ein wenig nach vorne katapultieren. Vielleicht müssen wir direkt den nächsten Frontflügel anwerfen. Das wollen wir dann aber gleich erstmal sehen. Ich würde sagen, so viel zu managen haben wir sonst aktuell gar nicht. Die Fahrerpunkte haben wir bereits vergeben. Und in den Einrichtungen wird ja gerade auch schon einiges geupgradet. Wir sind auch gerade nicht so unfassbar budgettechnisch dabei, dass man sagen könnte, wir können da auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen was machen. Deswegen gehen wir mal direkt weiter und haben, ja gut, Fertigung vom Frontflügel abgeschlossen für einen Ersatz, glaube ich. Genau, das ist noch ein Ersatzfrontflügel. Stimmt, wir haben gar keine Forschung vom Frontflügel. Das war die Fertigung, die abgeschlossen wurde. Was designen wir denn gerade? Unterboden und Chassis. Ah, okay. Ja, müssen aber, denke ich, schon den neuen Frontflügel direkt als nächstes anwerfen, damit wir genau da reinkommen. Ja, Aufhängung wird knapp. Aber meine Fahrer sind ja kompetent. Die setzen den Wagen nicht in die Wand. Ich habe jetzt einfach mal Hoffnung. Jawohl, neuer Unterboden ist fertig. Der wird uns natürlich auf der Geraden nochmal ein bisschen nach vorne bringen. In 6 Tagen ist der große Preis von Miami. Ja, wir könnten eine Notfallfertigung machen, aber ich glaube, wir machen einfach nur eine schnelle Anfertigung. Damit wir halt zumindest einen fürs nächste Rennen bekommen und den zweiten dann auf jeden Fall safe fürs nächste Rennen. Und was wir dann als nächstes natürlich machen, ist direkt eine neue Teilentwicklung anwerfen. Und da würde ich sagen, gehen wir halt sogar direkt einfach auf den nächsten Frontflügel, weil wie gesagt, wir müssen halt vor allem die Kurvenspeed pushen, da wird der Unterboden helfen, der wird ja auch fertig werden demnächst, aber ich glaube auch, wie gesagt, wenn wir da auf einen neuen Frontflügel gehen, ist das eine feine Sache, da müssen wir jetzt noch 2 Tage warten zu dem neuen ATR-Zeitraum. Das können wir auf jeden Fall machen, weil da müssen wir halt auf jeden Fall die Lücke zu Ferrari schließen, das ist ganz klar. Die Teamzentrale wurde geupgradet, das bringt mehr Moral, glaube ich, für unsere Fahrer. Wöchentlicher Erfahrungszuwachs, höhere Moral, Teamattraktivität, jawohl. Genau, neuer ATR-Zeitraum beginnt. Das heißt, wir gehen mal hier rein und entwickeln hier einen Monster-Frontflügel, würde ich mal sagen. Also das sollte uns auf jeden Fall schon ein gutes Stück nach vorne bringen, hoffe ich einfach mal. Ist jetzt mal so zumindest die Vermutung, selbstverständlich. Und ja, ich würde sagen, das machen wir einfach mal direkt. 5 Ingenieure. Hm. 36 Tage oder 24. Ich hätte ihn schon gerne relativ schnell. Deswegen machen wir das mal ein bisschen schneller hier. Und Design für Chassis, für neues Chassis ist fertig, perfekt. Das heißt, wir gehen auch hier direkt wieder weiter, die Entwicklung. Und warte mal, wo sieht es denn noch eventuell gerade nicht ganz so gut aus? Weil ich möchte jetzt nicht direkt das nächste Chassis anwerfen, das wird wenig Sinn ergeben. Hier, Autoanalyse. Genau, wo sind wir denn noch im Verhältnis zu Ferrari? Vielleicht auch nur knapp davor. Beschleunigung sind wir halt gleich auf. Also wir können auf jeden Fall gucken, dass wir noch was auf der Geraden doch noch ein bisschen mehr rausholen. Motorkühlung. Neue Seitenkästen wären vielleicht gar nicht schlecht. Ne, nicht Autoanalyse, genau. Neue Seitenkästen würden uns höhere Beschleunigung geben, bessere Topspeed und natürlich eine bessere Motorkühlung. Und ich glaube, deswegen gehen wir auch genau da rein. Da müssen wir jetzt aber nicht so ein Monster entwickeln. Da gehen wir mal ein bisschen geschmeidiger ran, würde ich einfach mal sagen. Passt an sich dann ganz gut. Legen wir irgendwo hin den Fokus? Glaube nicht. Das lassen wir einfach mal so. Genau, das wird sowieso dann in 29 Tagen fertig. Würde ich aber sagen, gehen wir auch mal auf eine schnellere Entwicklung. Weil das kostet hier bei den Seitenkästen nicht so dramatisch viel, wie wir sehen.
werden dann natürlich noch die Fertigung für unser neues Chassis auch anwerfen, selbstverständlich, genau. Weil davon brauchen wir auch ein paar. Wird in 6 Tagen fertig. Miami Grand Prix ist in 2 Tagen. Okay, also das Upgrade wird dann leider erst nächstes Mal ankommen. Aber dafür möchte ich jetzt auch ehrlicherweise nicht. Ja, das Dreifache an Geld, das brauchen wir nicht, tatsächlich. Ich glaube, ja. Ja, doch, das können wir so machen auf jeden Fall. Die dürften ja dann beide vor dem nächsten Grand Prix fertig werden. Was kommt nochmal nach Miami? Spanien. Das ist doch eh kein Doubleheader, oder? Nee. Genau, dann kommen hier beide Upgrades an. Für Spanien, also da ein etwas größeres Upgrade-Paket. Für Miami komplett ohne. Ja, Autoentwicklung sieht gut aus. Haben wir uns nur nach vorne entwickelt. Entwurf von Chassis abgeschlossen. Jawohl, traumhaft. Perfekt, weiter geht's. Leistungsvorgaben, was wollen wir denn erreichen? Ja, da kriegen wir beides hin. Würde ich auch sagen, beides mit beiden Autos, selbstverständlich. Also wenn einer nicht in Q3 reinkommt, haben wir eh ein anderes Problem. Und wir schaffen auch beide Fahrer in den Top 4, würde ich sagen. Hat die letzte Mal eigentlich immer funktioniert. Glückssträhne, Zielplatzierung, 5 Rennen in Folge. Okay, Moment. 5 Rennen in Folge. Beide Fahrer. Top 5, würde ich erstmal sagen. Einfach ein bisschen Puffer geben. Die 200.000 sind irrelevant am Ende. Ja, das heißt, rein da. In die Practice Session hier. Und dann schauen wir mal, wie das hier in Miami aussehen wird. Ob wir hier auch wieder gut dastehen werden oder nicht. Starkregen im Practice, okay. Zumindest irgendwann. Weiß man nicht, wann das passiert. Setup. Ja, ein bisschen mehr Downforce vorne. Möchte man eigentlich schon haben. Eigentlich möchtest du ein bisschen mehr Speed auf der Geraden auch haben auf der Strecke. Deswegen gucken wir mal, ob das Ganze so eventuell funktioniert. Ja, fahr einfach mal, was geht, Verstappen. Und bei Vettel genau das gleiche. Motor, Getriebe, ja, sieht noch okay aus. Also ich denke nicht, dass wir hier jetzt direkt mit einem neuen Getriebe ran müssen, tatsächlich. Ich glaube, das Rennen können wir noch machen mit dem alten. Ich meine, wir haben ja 4 Getriebe zur Verfügung. Deswegen, wenn wir... Warte mal, soll es überhaupt jetzt in der Practice Session anfangen zu regnen irgendwann? Ne, dann erst in SP2, okay. Das ist gut. Da können wir zumindest schon mal ein grobes Setup aufbauen. Ne, was ich meinte tatsächlich ist... Ich hab's vergessen. Tatsächlich, ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Sehr gut. Ja, ne, komme ich nicht mehr drauf. Keine Ahnung. Dann war das nicht so relevant. So, Vettel lenkt natürlich direkt hinter Gasly und Joe. Das heißt, von ihm können wir jetzt nicht allzu viel erwarten in der Zeit. Wir haben natürlich auf der anderen Seite jetzt selbstverständlich auch zumindest ein bisschen in Vettels Pace rein investiert. Und bei Verstappen ein bisschen mehr in die Konstanz rein. Also in der Theorie müsste die Gap noch ein bisschen mehr geschlossen jetzt sein, aber wenn Vettel halt da weiter hinter Gasly hängt, dann helfen ihm die Zeiten hier halt auch nicht. Also die sind nicht ganz so aussagekräftig, muss man sagen. Verstappen hat jetzt auch Hamilton Latifi vor sich. Eieiei. Immerhin schon mal gutes Setup-Vertrauen. Okay, understood. Na gut, bei Vettel nicht ganz. Ja, dann kommen sie mal wieder rein. Kommen sie rein. Und wir bauen ihnen ein besseres Auto. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Dann Stabi ein bisschen mal in die Richtung. Theoretisch jetzt zumindest mal. Ja gut, und das ist halt jetzt hier echt eine große Variable einfach, was wir... Was wir hier machen, testen wir es mal so ungefähr. Da steige ich vielleicht jetzt sogar noch mal einen mehr darüber. Mal schauen. Jetzt sollen sie auf den Soft mal fahren.
Oh ja, bei Vettel haben wir fast getroffen. Er möchte es doch ein bisschen mehr Speed auf der Geraden noch haben. Interessant. Ein bisschen weniger Speed auf der Geraden. Selbstverständlich. Irgendwie ein bisschen weird, aber gut, so ist es halt. Verstappen möchte dann eigentlich ein bisschen mehr in die... Vettel möchte eigentlich ein bisschen mehr in die Richtung, habe ich das Gefühl. Okay, könnte jetzt bei Vettel vielleicht sogar direkt getroffen sein. Mal schauen. Von Vettel will ich jetzt halt ein paar gute Zeiten sehen. Mercedes ist gerade erschreckend nah dran mit Hamilton. Die haben wohl ein bisschen was entwickelt am Auto. Und ich meine, 4,5 Zehntel ist so ungefähr die Gap, die Vettel auch hatte sonst. Also da würde ich jetzt echt was sehen noch. Wie gesagt, er konnte sowieso bisher keine guten Zeiten fahren. Also ich bin mal gespannt, ob sich da jetzt noch was tut eventuell. Ich hoffe es für ihn, also das wäre nicht optimal, wenn wir Vettel echt so weit hinten sehen. Wenn er hier wirklich mit Mercedes jetzt fighten müsste wieder. Weil wie gesagt, in der Rennpace war er die letzten Mal eigentlich immer sehr stark mit dabei. Klar, auf Pace von Verstappen. Aber eigentlich schon mit den Ferrari on par, muss man sagen. Also da hoffe ich jetzt wirklich einfach, dass ein bisschen mehr geht. Aber ja, wir sehen... Okay. Wir sehen tatsächlich, dass Vettel sich gerade verbessert. Und Verstappen halt nicht. Deswegen... Einen Unfall von Ricciardo, ja mei. Ja, deswegen hoffen wir jetzt mal, dass da noch ein bisschen was geht bei Vettel. Großartiges Setup-Vertrauen immerhin. Eieiei, Ricciardo. Was machst denn du? Okay, und bei Verstappen ist es gut, aber die sollen jetzt doch bis zum Ende hier fahren. Um das Setup kümmern wir uns dann weiter in der nächsten Practice-Session. Vettel gerade nur auf 8. Eieiei. Ich hoffe echt, da tut sich noch ein bisschen mehr. Ja, weiterfahren. Aber gern die Reifen noch weiter schon. Ich werde eh nicht mehr viele Runden. Getriebeverschleiß. Ja, das könnte natürlich auch noch ein bisschen was ausmachen in der Pace. Gerade wenn ich jetzt halt auch sehe, dass Leclerc und Sainz hier auch ein Stück vorne sind. Also es könnte echt sein, dass das Getriebe hier in der Pace auch ein bisschen was ausmacht. Ja, es funktioniert. Habt Vertrauen in mich. Ja, guck mal, jetzt hat er eher eine Box. Den Softreifensatz werden wir im Rennen definitiv nicht verwenden, kann man direkt mal sagen hier. Alright. Ja, nicht optimal. Sagen wir es, wie es ist. Nicht optimal. Mal wird es halt auch in Practice 2. Wahrscheinlich Regen haben, okay. Moment. Sturz in die Richtung, Spur in die Richtung. So, dann. Stabi noch ein in die Richtung. Bisschen weniger Frontflügel. Dann könnte das jetzt bei Verstappen gut sein. Ja, wir hauen in FP3 neues Getriebe rein. Und hoffen, dass das uns ein bisschen weiter nach vorne bringt. So, und bei Vettel 85% Vertrauen ist schon mal nicht schlecht. Ja, guck mal. Noch ein bisschen weniger Speed auf der Geraden potenziell. Was mal so probieren, eventuell. Ich muss mal fast den Heckflügel auf der Geraden noch eine Stufe runterstellen. Ja, testen wir es so.
Entweder es geht schief oder es geht gut. Mittendrin haben wir nichts. So, fahren Sie weiter. Regen setzt relativ bald ein, okay. Ja, da müssen wir es ja wahrscheinlich reinholen. Oh, vielleicht ist er echt 7 Zehntel hinter Verstappen gerade. Uff. Also ich bin jetzt gerade nicht so happy, ehrlicherweise, mit der Performance von Vettel, muss ich sagen. Gerade wenn ich sehe, wie nah die Mercedes jetzt dran sind, also... Sieh mal einer an! Ein Ausritt! Das könnte echt ein Problem werden. Der Regen hat angefangen, kommen sie rein. Ja, ich weiß, die sollen ja schon in die Box kommen, alles gut. Jetzt einfach nicht crashen, bitte. Genau, Feedback werden wir jetzt nicht unbedingt gut bekommen haben. Jawohl, war erwartbar. Aber jetzt sollen wir auf den Inters ein paar Runden fahren, um uns halt wirklich das Feedback zu geben, was wir brauchen. Okay, bei Vettel können wir vielleicht sogar wirklich nochmal im Flügel eine Stufe runtergehen. Genau, wie gesagt, einfach Daten sammeln, das ist wichtig. Aber ja, die Pace ist für mich gerade echt Grund zur Sorge irgendwie. Da steht Verstappen gerade nicht wirklich ganz vorne und Vettel hängt sogar hinter Mercedes, also... Irgendwas ist hier gar nicht gut. Jawohl, immerhin schon mal ein großartiges Setup-Vertrauen hier. Regen hat aufgehört, sehr gut. Ja, okay, komm. Meinetwegen könnt ihr reinkommen. So, Verstappen, wie sieht das aus hier? Sieht sehr gut aus eigentlich in der Theorie, in der Praxis. Müssen wir schauen, dass wir noch ein bisschen was schaffen eventuell. Und zwar könnte das der Schlüssel zum Erfolg sein, der uns hier gerade noch gefehlt hat. Und dann soll Verstappen jetzt auf den Soft nochmal ein paar Runden fahren. Soll da meinetwegen die Reifen ein bisschen schonen. Bei Vettel haben wir jetzt halt noch kaum Feedback, aber das, was wir haben, sieht doch schon mal gut aus. Kann man machen auf jeden Fall. Genau, Vettel, sie dürfen fahren, aber sie sollen die Reifen ein bisschen schonen. Das wäre hier gerade jetzt der Plan, damit die Reifen halt die 20 Runden da auch durchschaffen. Ja, Mercedes könnte echt ein Dorn im Auge sein hier für uns. Ja, wenn die halt im Qualifying vor Vettel stehen, dann muss Vettel da auch erstmal vorbeikommen irgendwie. Nice. Optimales Setup bei Vettel, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bei Verstappen bin ich gespannt. Bei Verstappen könnte es jetzt auch optimal sein, theoretisch. Oder genau die andere Richtung. Beides möglich auf jeden Fall. Aber jetzt sollen sie, wie gesagt, erstmal ein bisschen mehr Track Experience sammeln. Und das schaffen sie ja gerade sehr gut auf jeden Fall. Aber bei Verstappen werden wir wahrscheinlich nicht annähernd traumhaft. Bei Verstappen werden wir wahrscheinlich nicht annähernd auf die 100% kommen. Ja, komm. Macht halt einfach nicht im Rennen und im Quali und dann ist alles gut. Dann ist doch alles gut hier. So, Setup-Vertrauen von Verstappen. Komm, optimal, bitte. Jawoll. Also Balance, right? Sehr gut.
Hätten wir das auch geschafft. Nice. Damit können sie in FP3 wirklich einfach Runden fahren, Runden fahren, Runden fahren. Das ist doch eine feine Sache hier. So, wie viel haben wir bei Vettel getroffen? 99. Sehr schön. Und bei Verstappen? Na gut, Verstappen fährt noch. Ja, okay, Verstappen fährt bis zum Ende. Da werden wir gleich erst sehen. Kein Problem, Session ist eh vorbei. 97 bei Verstappen sogar, nice. Okay. Ja, wie gesagt, jetzt müssen sie einfach Track Experience sammeln. Das heißt, wir wollen jetzt mal einen etwas längeren Snitt auf den harten haben. Sagen wir mal 25 Runden. Bei euch beiden. Und dann am Ende nochmal einen kurzen Softstint. Okay, 1-2, loud and clear. Vettel ist aber auch motiviert, ne? Okay, 1-2, loud and clear. Das war 100 Pro noch ein Radio von Ferrari damals. Kannst du mir nicht anders erzählen. So, Vettel hängt hinter Joe, traumhaft. Das heißt, da würde ich jetzt auch nicht wirklich pushen können, oh Mann, ey. Wobei Joe ist gerade sogar schneller, aber Joe dürfte dann auf Soft unterwegs sein, oder? Ja, okay. Eieiei, Mercedes, was ist los mit euch? Warum seid ihr jetzt auf einmal hier oben mit dabei? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich denke, also wir werden halt wahrscheinlich in Spanien wieder krass sein, aber trotzdem verstehe ich nicht. Also Mercedes war ja schon gut weit weg eigentlich vorher, dass Hamilton jetzt wirklich so nah dran ist und hat auch Russell nicht weit dahinter, ist schon irgendwie ein bisschen verwunderlich, muss ich sagen. Ja, Verstappen kommt gerade auf ein halbwegs gutes Level mit den harten Reifen hier. Das ist schon mal gut. Also ich glaube, wir haben trotzdem Siegchancen, definitiv. Aber ich glaube, das könnte das erste Rennen werden, wo wir kein Doppelpodium einfahren. Ich glaube, dafür ist die Pace von Vettel zu schwach. Und ich hoffe halt wirklich, dass wir ihn noch irgendwie nach oben pushen können, aber ja, ich kann halt auch nicht viel machen. Sagen wir es, wie es ist. Also irgendwann ist halt auch mal von meiner Seite alles gemacht, was ich machen kann. Sagen wir es, wie es ist. Wir upgraden schon den Rennsimulator, dass er sich da Erfahrung sammeln kann, aber viel mehr geht halt nicht. Hier bei 35%. Wir müssen es, glaube ich, fast austauschen. Nach FP3 dürfen wir ja noch nicht im Parc Fermé sein. Also wir können es vor dem Quali noch ändern. Theoretisch, schätze ich jetzt mal. Also müsste eigentlich möglich sein. Jawohl, ihr habt jetzt einen schönen Stint hier gehabt auf den harten. Jetzt könnt ihr mal noch einen kurzen Stint, da mal 10 Runden auf den Soft machen. Huch, Moment, bei Vettel sind 20 Runden drin, nicht 10. Das würde uns nicht ganz so helfen. So, wenn wir ihn jetzt rausschicken, ist er in einer guten Lücke. Jawohl, sehr gut. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier nochmal bessere Zeiten sehen von beiden. Ich denke aber mal schon. Ja, ja. Jetzt werden sie auf jeden Fall nochmal besser. Also gut, Verstappen hinter Albon. Da passiert nicht allzu viel. Immerhin Vettel verbessert sich gerade nochmal ein Stückchen. Und ja, Track Experience sollte ausreichen, dass wir auf alle Fahrerboni kommen. In Zweifel schicken wir Verstappen gleich nochmal ein bisschen raus. Auf ein paar Runden. VSC? Wer hat sich ihn weggeräumt? Perez. Ha. Wird uns gar nicht angezeigt.
was hier Phase war. Vielleicht einfach so angehalten? Keine Ahnung. So, was wir jetzt noch von dir sehen wollen, ist eine Quali-Runde. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Du hängst jetzt leider nur hinter Leclerc. Das ist aber doof. Hinter Sainz. Ja gut, dann ist es doch keine Quali-Runde. Aber hey, immerhin eine gute Runde. Okay, und Vettel kann sich wenigstens hier jetzt vor die Mercedes stellen. Aber sehr knapp, ne? So. Da muss schon ein bisschen mehr noch gehen. Definitiv. So, ja, wir tauschen das Getriebe. Auch wenn das ein bisschen früh ist, aber ich glaube, wir können es uns erlauben. Und in Spanien müssen wir wahrscheinlich dann einen neuen Motor einbauen, aber das ist okay. Es wird halt teuer werden, aber ich glaube, wir werden pace-technisch damit die besten Vorteile haben. Beim Getriebe geht es halt eigentlich nicht um die Pace wirklich. Wenn es abbaut, würde mich wundern, wenn es da die Pace beeinträchtigen würde. Sondern da geht es halt eigentlich wirklich eher um... dass sie einfach nicht ausfallen. Das brauchen wir nicht. Okay, clean Air für beide. Clean Runde. Und das reicht für Q2. Boah, 7/10 der Abstand. Eieiei, Vettel. Hamilton ist aktuell schneller. Uff, das ist gar nicht gut. Das ist aber auch unrealistisch, muss ich sagen. Also, ja, Verstappen ist der schnellere Fahrer in der Formel 1, definitiv. Aber, also aktuell halt. Aber nicht um 7/10. Also das kann sich niemandem erzählen. Ich meine, Verstappen aktuell noch der Schnellste, aber kann auch sein, dass Sainz auf seine Runde aufgehalten wurde. Alles möglich. That'll be the session over. Okay, Verstappen trotzdem mal wieder noch der Schnellste. Immerhin. Eieiei, aber... Ich sag's, wie es ist. Happy bin ich nicht. Also happy bin ich überhaupt nicht. Ja, ready to check. So, jawohl, wieder Clean Air für beide. Auch das sollte wieder reichen. Komm, vielleicht jetzt will ich nochmal ein bisschen was Besseres sehen. Auch wieder 7/10. Eieiei. Wait, Bottas ist ausgeschieden? Tatsache, Bottas ist weg. Aus Q1. Bottas, die beiden Williams... Droll und Tsunoda. Ha, interessant. Aber nicht schlecht, weil Bottas ist ja an sich sehr, sehr stark eigentlich. Deswegen, das hilft uns. Also ich sag mal, Pole Position ist, denke ich, drin, relativ easy. Wir müssen halt echt hoffen, dass Vettel das Ganze irgendwie auf P4 schafft. Ansonsten könnten wir echt in Probleme reinrennen hier. Ah, Lando wird uns, glaube ich, aufhalten. Ja. Ja, die Zeiten sind für den Arsch, definitiv. Wobei die von Verstappen trotzdem irgendwie gut ist. Das ist sehr paradox.
So, jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, jetzt können wir unsere Fahrer auch rausschicken. Und jetzt müssen wir nochmal was sehen hier von euch. Wir gehen on board mit Verstappening. Und hoffen, dass wir da ein paar Purple Sektoren jetzt sehen. Das wäre schade, wenn nicht. So, come on. Ja gut, dass das jetzt ein gelber Sektor ist, wundert mich jetzt nicht ehrlicherweise. Das ist eure Outlap. Verstappen stand in Q1 und in Q2 auf P1 am Ende. Obwohl er nur eine Runde gefahren ist. Come on. Und auch von Vettel erwarte ich jetzt eigentlich nur grüne Sektoren. Von Verstappen Lieder, von Vettel grün. Ich meine, wenn Vettel einen Lieder-Sektor hat, bin ich auch happy, aber ich glaube irgendwie, das wird nicht passieren. ...33,6 im ersten von Verstappen. 33,8 im ersten Sektor von Vettel. 2 Zehntel alleine hier der Unterschied. Sainz verbessert sich nicht. Das ist schon mal gut. 20,7 im Mittelsektor von Verstappen. Was? Aber der Mittelsektor ist doch gar nicht da. Okay, weird. Vettel auch hier wieder 2 Zehntel langsamer. Aber aktuell wäre die Runde trotzdem nicht schlecht. Russell verbessert sich auch nicht. Leckt er auch nicht. Verstappen hat auf jeden Fall schon mal die Pole. Verbessert sich aber auch nicht mehr. Und Vettel... ist Sechster. Hinter beiden Mercedes. Uff. 6 Zehntel hinter Verstappen. Ach du Scheiße. Das ist bitter. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Hinter dem Mercedes solltest du eigentlich nicht stehen. Das wird für Vettel dann ein schwieriges Rennen. Also... ich glaube, wir haben Chance, mit Verstappen den Sieg einzufahren, definitiv, aber ich glaube, mit Vettel müssen wir schon ein Wunder irgendwie erschaffen, um da die Ferraris zu holen. Also bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Ich würde damit sagen, meine Damen und Herren, das wäre es dann mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr bei euch noch um ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!